Und was geht, euer Karo, so wieder back am Start mit Dragon Ball Action. Die Leaks sind endlich da. Halt dein Maul. Einfach dein Maul. Und ja, es gab einige Zeit kein Dragon Ball Video. Das hat aber einen bestimmten Grund, den ich kurz mal hier erwähne. Denn zurzeit ist echt eine Flaute. Also nicht in Dragon Ball, sondern generell bei mir, um Dragon Ball Videos zu erstellen. Weil es einfach zu viele Leute gibt, die irgendwelche Videos dahinrotzen mit irgendwelchen wilden Theorien, nur mal so als Beispiel, irgendwelche verfluchten Formen. Dann sag ich mal, dass Muten Roshi vielleicht der Gott der Zerstörung ist und so weiter und so fort. Also es gibt so viel Haufen Schrottvideos, in meinen Augen Schrottvideos, die so krass geklickt werden, die fast 10.000, 12.000 Aufrufe haben im deutschen Raum jetzt, wie gesagt, ja, wo ich mir frage, was ist nur los mit diesen ganzen Leuten? Warum klickt man auf solchen Drecksvideos, jetzt ohne Witz, solche Drecksvideos und besinnt sich nicht einfach mal den Fakten oder der Realität? Theorien sind ja schön und gut, aber wenn man hier wie Muten Roshi ist der Gott der Zerstörung oder sonst dergleichen von sich babbelt und da 10.000 Aufrufe hat auf dem Video, dann fehlt mir leider echt der Anreiz. Klar geht es immer nur um Spaß an der Sache generell und dass man halt sowas gerne macht, aber ohne Witz, Leute, das ist einfach krass, dass man sich Aufwand macht, dass man sich Fakten raussucht, alles recherchiert, dann in einem Video verpackt, alles zusammenschneidet, alles, also dieser ganze Aufwand, dieses Video zu erstellen oder nicht nur diese Leaks-Videos, was ganz schnell geht oder ein Review-Video oder sonst dergleichen, sondern so ein Theorien-Video oder so ein Fakten-Video oder so, wo man sich halt Fakten, Belege raussucht und die alle präsentiert. Wird so wenig geklickt, weil die Leute sich das nicht interessiert, aber solche aberwitzigen Theorien von weiß ich was interessiert die Leute und das kann ich einfach nicht mehr verstehen. Und da fehlt mir einfach, wie gesagt, sagt mir nicht böse, auch wenn es eigentlich nur um Spaß geht, aber da fehlt mir einfach dieser Nutzenfaktor, ja, also dieser Nutzen, was kriege ich da raus, ja, ich mache sehr viel Aufwand für diese Videos und kriege vielleicht 1% wieder zurück. Das ist halt einfach nicht mehr, ja, macht mir einfach dann auch keinen Spaß mehr, solche Videos zu erstellen und das wollte ich einfach bloß mal kurz loswerden und ich verstehe es einfach nicht, warum man solche Videos klickt und dass die so einen Hype bekommen, ja, wie gesagt, 10.000 Aufrufe haben. Das kann ich einfach nicht mehr verstehen. Und wie gesagt, darum kommt auch sehr wenig Dragon Ball Content, weil der Anreiz mir einfach fehlt. Und es macht mir einfach keinen Spaß mehr, Videos zu erstellen, mich reinzuversetzen, alles zu recherchieren, alles hinterlegt, alles mit Fakten, alles mit Belege. Und dann hast du da, weiß ich nicht, 50, 60 Aufrufe. Das ist einfach traurig. Das ist absolut traurig, dass solche Scheiße immer, Clickbait-Kacke, immer mehr Gewicht oder mehr Gewichtung bekommt in der ganzen Szene. Es sei es, ob Dragon Ball, ob One Piece oder ob Naruto oder sonst dergleichen. So eine Clickbait-Videos werden immer krass gehypt. Da steht ein irrwitziger Titel. Also ganz ohne Witz, wenn ich so einen Titel lesen würde. Hier verfluchte Form oder Muten Roshi, der Gott der Zerstörung. Yang Shu ist ein Wahrer der Ultra-Instinkt oder erweckt seinen Ultra-Instinkt. Oder so. Da würde ich gar nicht raufklicken, weil ich weiß, dass das einfach Bullshit ist. Das ist einfach nur, um die Leute zu locken. Und die Leute fallen darauf hin. Nur mal so, ihr merkt vielleicht, da ist ein bisschen Zorn dahinter, auch ein bisschen Ärger, weil es mich einfach nur nervt. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Kommen wir aber zu den Leaks und zu diesen Videos. Wie gesagt, wir haben die Coverpage zu Kapitel 99 bekommen. Wir haben aber nicht so viel. Also es wird nur gesagt, dass, oder Piccolo sagt hier zum Gohan, dass er bitte nach hinten gehen soll und sein Ki aufladen kann für einen gewaltigen Angriff. Also sie versuchen halt mit einem One-Shot Cell niederzumachen und Piccolo wird ihm Zeit verschaffen, indem er halt auf Cell Max zustimmt. Cell Max kann aber Piccolo zurückschleudern, erstmal mit natürlich auch einem Schlag, einen Kick bekommt Piccolo ab. Also er kann nicht viel ausrichten. Aber das wussten wir schon, weil Piccolo ja auch erwähnt hat, dass er zwar größer ist, aber nicht kräftetechnisch mehr dazu bekommt. Er ist halt einfach nur groß. Ja, und das wussten wir auch schon aus den 23 Kampfsportturnier. Wie gesagt, da hat es ja Son Goku damals auch gesagt und analysiert und hat gesagt, hey, du bist zwar groß, aber du bist trotzdem nicht schneller, du bist trotzdem nicht stärker. Und das liegt halt in dieser Form. Die macht halt den Piccolo halt einfach nur größer. Na, Piccolo versucht aber irgendwie alles, wird aber zurückgeschleudert zum Gohan, macht sich dann aber Sorgen, dass vielleicht Piccolo ein ernstes Bedrängnis kommt, dass er vielleicht sogar draufgehen könnte hier. Piccolo sagt aber, mach dir keine Sorgen, der Kampf beginnt erst jetzt richtig und dann greift er wieder Cell Max an. Es endet dann mit einem Double Clinch, wo beide die Fäuste treffen, was eigentlich ganz cool ist. Cell Max versucht dann mit seiner Keule nochmal Piccolo zu treffen, trifft ihn auch mitten in der Magenkuhle und das war es mit der letzten Seite. Wir haben auch gar nicht so viele Leaks bekommen, zwar nur 7 Seiten, also viel war nicht
ja, zu sehen quasi. Wir warten auf das nächste Kapitel. Und ich sage mal so, der Titel des Kapitels ist ja, glaube ich, Gohan Erwachen oder sowas. Oder Ultimate Erwachen oder irgendwas mit Erwachen war das, glaube ich, habe ich gelesen. Das werden wir aber im Nachhinein, denn wenn das Kapitel da ist, werden wir das dann nochmal richtig genau sehen. Es wird wahrscheinlich damit enden, als Son Gohan seine Kraft vielleicht sogar erweckt. Und dann kommt im Dezember vielleicht sogar das Ende dieses ganzen Kapitels. Also auch der Film wird dann fertig sein. Und dann werden wir erstmal nicht weiter sehen. Manche munkeln vielleicht, dass man einen Teaser sieht zum neuen Arc, aber ich gehe davon nicht aus, dass wir einen neuen Arc angeteasert bekommen, sondern dass das Kapitel im Dezember dann mit dem Ende des Films auch endet. Wir wissen alle, dass jetzt erstmal Dragon Ball Daima kommt. Darauf werden sich die meisten Leute konzentrieren. Was jetzt mit dem Manga weiter passiert, muss man sehen. Müssen wir gucken, was daraus noch wird. Ich würde es natürlich ein bisschen begrüßen, wenn der Manga halt weitergehen würde. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wir haben halt einfach keine Zeit mehr. Das Ende von Dragon Ball Z ist in greifbarer Nähe. Es ist nicht mehr so lange bis zum Ende, leider. Ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr maximal. Und dann ist auch schon Ende. Da kann man nicht, weil ich mal ganz schnell noch eine Saga oder ein Kapitel oder sonst dergleichen reinquetschen, was da irgendwie noch zwischendurch spielt. Mit Dragon Ball Daima versucht man ja eine weitere Zeitlücke weiter vorne. Ich glaube, nach Battle of Gods wird es angesiedelt sein. Muss man mal gucken, wenn wir den nächsten Trailer oder so sehen, müssen wir aber mal abwarten. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen angesiedelt werden. Also so nach Battle of Gods, vielleicht vor dem Turnier der Kraft noch alles, müssen wir mal gucken. Das sei es erstmal. Dazu gibt es aber auch nochmal ein Video, weil es ja sehr viele Theorien und Gerüchte und Mythen gibt, ja, was da alles passieren könnte oder wer da auftauchen sage. Ich sage mal nur Mam Salama. / Zarama, kommt drauf an, wo man den ausspricht, aber dieser Drachengott soll ja dort auftauchen, laut den Gerüchten und Theorien, aber dazu werden wir uns dann nochmal kurz befassen. Das war es erstmal von den Leaks-Videos, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich am Anfang ein bisschen Frust abgelassen habe, aber seht mir das nach und seid mir nicht böse, wenn ich das, also ich meine natürlich nicht die Leute, die hier gucken und kommentieren und so, dafür immer Double-Like, ne, also finde ich große Klasse, dass ihr trotzdem hier liked und auch kommentiert und sonst dergleichen, ist super klasse, euch meine ich überhaupt nicht, ich meine halt bloß die Allgemeinheit, die halt auf solche Videos abgeht, die von Titel her schon sowas von Bullshit sind und sowas von albern sind und trotzdem raufzuklicken, kann ich halt nicht nachvollziehen. Aber das war es erstmal darum. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag oder eine schöne Restwoche. Wir sehen uns beim, ja, beim Manga-Leak und dann sehen wir uns bei der Review. Haut erstmal rein und ciao.